Wir haben die Treffpunktkoordinaten erreicht. Niemand in Sicht. Das Möbius-Schiff scheint noch nicht hier zu sein. Seltsam. Das sieht denen gar nicht ähnlich. Sir, Ligaschiffe im Anflug. Sie werden von Mengst Flaggschiff angeführt. Ich will verdammt sein. Sir, Ihre Schilde sind noch unten. Gefällt mir gar nicht. Matt, bring uns längsseits und bereite das Andocken vor. Commander, das ist keine kluge Entscheidung. Du wolltest doch eine Revolution, Junge. Da hast du sie. Mein Vater hier vergebens, Commander. Ich bin Valerian Mengsk. Und die Möbius Foundation gehört mir. Und damit auch Sie. Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle abzuknallen. Weil ich Ihnen bieten kann, was Sie schon immer wollten. Die Chance, Sarah Kerrigan zu retten. Die Artefaktfragmente, die Sie gesammelt haben, stammen von den Xel'Naga. Ich kann mit Ihrer Hilfe ein Gerät konstruieren, das die Verseuchung umkehren wird, durch die Kerrigan in die Königin der Klingen verwandelt wurde. Nicht ich, Commander. Sie sind der Einzige, der ihr je nahe gekommen ist und das überlebt hat. Sie kennen Taktiken und Strategien. Weiß, dass sie einfach alles tun würden, um sie zurückzubringen. Sie werden auf diesen Vorschlag von Valerian doch nicht allen Ernstes eingehen. Hört sich für mich nach dem perfekten Deal an, Jimmy. Kerrigan wird wieder menschlich, bekommt eine Kugel zwischen die Augen, du kannst deine Vergangenheit endlich begraben und bekommst dazu noch deine Abrechnung. Abwarten, Tigers. Char anzugreifen ist purer Selbstmord. Du würdest unser aller Leben aufs Spiel setzen, nur um deine Freundin wieder zurückzubekommen? Das hier ist wichtiger als wir alle, Matt. Es geht hier nicht um mich. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir je bekommen werden. Und ich werde sie ergreifen. Also, was soll's jetzt sein, Jimmy? Bringen wir Kerrigan zurück oder setzen wir sie bei? Das ist allein meine Entscheidung. Ihr beide habt einige Vorbereitungen zu treffen. Fangt an. Jo, Leute, willkommen zurück bei StarCraft 2 Wings of Liberty. Das war ja mal eine ganze Menge Informationen, die wir gerade erhalten haben. Aber wir schauen erstmal Nachrichten. Hier ist Kate Lockwell für UNN. Hochrangige militärische Analysten sind heute noch immer ebenso überrascht wie erfreut zu berichten, dass, auch wenn die Angriffe auf die Grenzwelten weiter andauern, sich der große Vorstoß der Zerg in den Raum der Liga zu verlangsamen scheint. Das sind großartige Neuigkeiten, Kate. Unsere Jungs zeigen es den Zerg jetzt so richtig. Ja, Donny. Aber es wird auch vermutet, dass es da etwas gab, wonach die Zerg gesucht haben. Und sie es mittlerweile gefunden oder die Suche danach aufgegeben haben. Wir machen die Nachrichten.
Fantastisch. Gut, gehen wir ins Labor. Wir haben jetzt den Protoss, die Forschungsreihe beendet. Genau, wir kriegen ja hier die 10.000 Credits und ja, wir haben hier den Tech-Reaktor, der das Tech-Labor und den Reaktor verbindet. Oder wenn wir hier den Orbitalschlag einhalten, noch so gerne, werden jetzt mit Landekapseln abgesetzt, was auch ziemlich geil ist, aber ja, ich bleibe mal beim Tech-Reaktor, wo wir eben ja, ab sofort alles doppelt so schnell oder gleichzeitig bauen können. Das wird ziemlich geil, denke ich. Und oh, der Protoss-Tank. Eintrag 2977. Und das Artefakt? Diese Artefakte sind also der Schlüssel, um Kerrigan zu befreien. Ein ganz schöner Zufall, dass Tykes so aus dem Nichts aufgetaucht ist und mir den Job angeboten hat, diese verdammten Dinger zu sammeln. Statistisch gesehen, Sir, ist die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls minimal. Jedoch stellen diese Artefakte eine Macht dar, die sich außerhalb unseres derzeitigen wissenschaftlichen Verständnisses bewegt. Wenn irgendetwas die Königin der Klingen aufhalten kann, sind es vielleicht diese Artefakte. Dieser ganze Alien-Hokuspokus wird mir allmählich zu viel. Ich hoffe nur, wenn es soweit ist, bringen diese Dinger sie mir zurück. Ja, anscheinend gibt es Hoffnung. Oh, Banshee. Banshee AHG-24 Lufteinheit für taktische Angriffe. Ja. Ja, nicht schlecht. Gut, wir schauen mal, was das Swan hat. Also, wo liegt das Problem, Swan? Wo das Problem liegt? Nirgends, außer dass du mit unseren Todfeinden einen Pakt geschlossen hast. Jeder von diesen Jungs hat durch Mengsk Freunde oder Familie verloren. Wir sitzen ja bald auf einem Pulverfass. Merkst du das denn nicht? Darüber diskutiere ich nicht, Swan. Ich muss das einfach tun. Ah ja. So, wir schauen mal in die Upgrades. Fahrzeuge, Raumschiffe, ja. Ist jetzt nichts, was mich irgendwie antörnt. Wir können höchstens mal jetzt noch den Marodern. Ja, gut, warum nie? Auf das Schiff, sollen wir neue Söldner freigeschalten oder. Ja, tja, brauche ich die oder brauche ich die nicht? Boom. Ja, ach, die brauchen es wahrscheinlich nicht. Wir müssen so hinkriegen. Sir, wir erhalten gerade eine Übertragung von der Bucephalus. Prinz Valerian wartet am Kommunikator. Das ist aber schön. Dann gehen wir gleich mal hin, lassen wir ihn nicht länger warten. Ah. Commander Rayner, ich habe mir überlegt, dass wir über die Expedition nach Char sprechen sollten. Also... Du spielst ein verdammt gefährliches Spiel, Kleiner. Was springt für dich eigentlich bei der Sache raus? Jim, ich denke wirklich, wir sollten... Jetzt verstehe ich, warum mein Vater sie am liebsten tot sehen würde. Ich hab dich was gefragt. Jeder bezweifelt, dass ich ein ebenso guter Imperator wäre wie mein Vater. Doch ich will noch mehr sein als nur das. Ich werde beweisen, dass ich ein besserer Imperator bin und ein besserer Mensch. Oh, das sollte nicht allzu schwierig werden. Wenn ich die größte Massenmörderin in der Geschichte der Menschheit heile, sie wieder menschlich mache, gemeinsam mit dem berühmten Gesetzlosen Jim Rayner, das wäre wohl Beweis genug. Also bin ich nur eine Figur in deinem Spiel. Macht ihnen das was aus, solange sie bekommen, was sie wollen? Tja, schätze mal nicht. Okay. Bist du dir da sicher? Du weißt, dass Mengsk es auf dich abgesehen hat. Der schlägt zu, wenn du es am wenigsten erwartest. Mit Mengsk komme ich schon klar, Tykes. Pass einfach auf dich auf, alter Freund. Mehr will ich gar nicht. Ich hab gesagt, ich komme klar. Wenn dir die Sache zu heiß ist, dann nimm deinen Anteil und geh. Da wird mal zickig. Sir, ich muss bezüglich dieser Allianz ihre Objektivität in Frage stellen. Offensichtlich ist es eine Falle. Ich hab die Sache im Griff, Matt. Du musst mir schon vertrauen. Wir haben gerade richtige Fortschritte gegen Mengsk erzielt. Wenn wir jetzt der Königin der Klingen nachstellen, riskieren wir diese. Hier geht es um mehr als nur um Mengsk. Matt,
Wenn wir auf Char Erfolg haben, retten wir Milliarden von Menschenleben. Milliarden. Mengsk kann warten. Dafür habe ich mich nicht verpflichtet. Du hast dich verpflichtet, meinen Befehlen zu folgen. Wenn du das nicht mehr kannst, dann scher dich von meinem Schiff! Sir. Oh, ja, es gibt Konflikte. Das ist schlecht. Sigma Quadrant. Commander, unsere gemeinsamen Freunde von Möbius konnten das letzte Artefaktfragment aufspüren. Sobald dieses letzte Stück sichergestellt ist, können wir nach Char vorstoßen und Kerrigan gegenübertreten. Viel Glück, Mr. Rayner. Ich fürchte, Sie werden es brauchen. Na gut, ich würde sagen, wir gehen aber erstmal zurück nach Tarsonis. Wir haben Berichte über eine neue Operation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung an uns bringen, bevor sie vom Planeten geschafft wird, könnten wir einen ordentlichen Profit daraus schlagen. Ja, wir holen uns mal die Cobra. Das hat mich schon längere Zeit gedrückt, aber jetzt geht's los. Hätte nie gedacht, dass wir diesen Friedhof je wiedersehen würden. Wie ist die Lage, Matt? Die Liga hat das alte Schienennetz wieder aktiviert. Sie benutzen die Züge, um geborgenes Gut zur zentralen Aufbereitungsstation zu bringen. Laut unseren Informanten hat die Liga etwas ungewöhnlich Wertvolles gefunden. Und heute wollen sie es zur Aufbereitungsstation transportieren. Es ist in einem dieser Züge, aber unglücklicherweise sind sie alle gegen Scans abgeschirmt, also wissen wir nicht in welchen. Wir müssen so viel wie möglich abfangen und auf unser Glück hoffen. Auf unser Glück hoffen? Das klingt aber nicht gerade nach einem Matt Horner-Plan. Falls es einen besseren Vorschlag gibt, Sir, ich bin ganz Ohr. Nee, ist schon in Ordnung, Matt. Du hast mich überzeugt. Also, krallen wir uns ein paar Züge. Der alte Tychus wird ausflippen. Gut, Züge jagen. Kobras können während der Bewegung angreifen, weshalb sich ideal zur Jagd nach bewegenden Zielen sind, wie auch immer. So, dann ist hier schon mal was. Bereit machen, Jungs! Einheiten pumpen. Ja. Was da? Sir, es sieht so aus, als gäbe es in den Hügeln ein paar konföderierte Fahrzeuge, die von der Liga noch nicht wiederverwertet wurden. Cobras! Mann, ich habe gar nicht gewusst, dass die über das Prototypenstadium hinausgekommen sind. Ihre Bewaffnung sollte hervorragend dafür geeignet sein, die Züge aufzuhalten. Da bauen wir schon mal ich lade ihre Baupläne in unser Fabriknetzwerk. Dort in der Gegend gibt es vielleicht auch andere Fahrzeuge, die wir beschlagnahmen können. Wir sollten unsere Augen offen halten. Einsatz. Weiter. Ah, werden wir herausfinden. Oh. Alles klar. Siehste Plan. Ausgezeichnet. Okay. Zack, zack, zack. Sollten wir so weit. Nicht genug. Was nicht genug Gas? Zack. Okay. Waffen-Upgrade. Oh, da verlässt mich schon meine Stimme. Da ist noch was. Gehen wir schnell hin. Aha. BBF einsatzbereit. Da ist irgendwas. Ich warte. Ja. Cobra. Nur weiter. BBF bereit. Und da ist noch irgendwo was. Okay. Machen wir den Glamour kaputt hier. Einer. Nur zu. Nicht genug des Pilgers. Was muss getötet werden? Oh, was? Was liegt an? Okay. Ausgezeichnete Arbeit, Sir.
Wir können die Schrottladung des Zugs dazu nutzen, weitere Einheiten zu bauen. Ja, das machen wir auch. Augenscheinlich gibt es hier nicht viele natürliche Mineralienvorkommen. Also sollten wir das Beste aus dem machen, was wir aus den Zügen bergen können. Ah, wir können eine Menge Einheiten pumpen. Ach komm, wir bauen das auch mal. Was muss getötet werden? BBF einsatzbereit. Was gibt's hier noch was? Oh. Aha. Huch. Mal rausfinden. Weiß, hier ist noch was. Zurück. So, ist noch auf. Ah. Da kommt schon das nächste. Guck mal, Jimmy. Die Liga schickt jetzt Eskorten mit, die die Züge beschützen sollen. Ja. Ich warte. Ja gut, warum nicht? Ist doch eine clevere Sache. So, können wir schon mal hier hingehen. Der Doktor ist da. Oh, hier ist noch was. Okay. Ist ja nett, dass das auf der Karte gezeigt wird. Ja, jetzt muss man nur hinterherfahren. Ah, hier waren wir noch nie, okay. Da ist noch irgendwo was. Ah, was draußen, okay. Da ist noch was. Ja, ihr fahrt mal dahin. Commander, ich fange erhöhten Funkverkehr von der Liga auf. Hört sich an, als hätten sie vor, unsere Basis anzugreifen. Oh. Wir halten uns besser bereit. Ja. Zurück. Ach, die Fuß, Alter. Nur zu, lass mich tanzen. Kriegen wir das hin? Ja, komm. Achso, ja, halt da mal. Heilen. Achso. Süden, okay, gehen wir runter. Zack, zack. Mal bald umziehen hier, wa? Ja, ja. Aufpassen, dass wir so viele Truppen verlieren. Sieht da gut aus. So. Haben wir da noch nicht geguckt, was es geben könnte? Hier Vorsicht! Die Liga hat mit dem Bau von Bunkern begonnen, um die Schienen zu schützen. Aha. Echt? Zack. Sag mal, was ist hier? Da gibt es noch irgendwas. Anscheinend haben wir alle Kobras der Liga gefunden, Sir. Aha, schön. Das sollte uns gegen die Züge wirklich helfen. Aber wir brauchen noch das. Was genau denn, ja? Okay. Nicht gut. Wo ist das Knochending? Hier oben? Nee. Okay, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja. Hm. Wo könnte das Ding sein? Ah, hier ist noch was, ne Ecke. In Bewegung. Holt mich hier raus. Einsatzbereit. Nur weiter. Ausgezeichnet. Mit Vergnügen. Keine Sorge. Ja, mal alles umbringen hier. Dich mal nach hinten stellen.
Oh. Alles klar. Viel Erfolg. Oh, das tat weh. Okay, du fliegst schon mal rüber. Schauen, dass wir die Bunker hier noch gleich zerstören, während die dann hier rüberfliegen. So, das tat weh. Aber ihr könnt ja mal meine Einheiten reparieren, während ihr hier rüberfliegt. Kannst du mal rüber. Einheiten. Zack, zack. Aufgedankt und einsatzbereit. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Okay. Ah, schön. Arbeiten, schnell. Hier komm ich. Upgrade durchgeführt. Okay. Man kommt von hier. Oh ja. Vielleicht mal Bunker zur Verteidigung setzen. Okay. Ja, zerstört er ihn? Oder wie ist das? Autsch. Ja, der überlebt, okay. Okay. Zack, 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 zack. Geht mal da rein. Sir, ich orte Jagdtrupps der Liga, bestehend aus einer großen Anzahl Marodeure, die die Schienen patrouillieren. Oh, können wir Upgrades. Ich würde ihren Standort mit einem roten Warnsymbol markieren. Es wäre aber am besten, sie zu umgehen. Okay. Was liegt an? Oh, vielleicht nochmal ein Raketentürmchen. Achso, müssen wir noch ein Ding bauen. Oha. Ja, gegen die möchte ich eigentlich nicht kämpfen. Was hat man hier noch? Das da unten ist ein bisschen. Schlechte Neuigkeiten? Oh. Haben wir schön viele Ressourcen. Ihrer Züge erhöht. Aha. Ihr werdet Kobras brauchen, um sie abzufangen. Achso, und vorher nie, oder was? Das schmeckt nach Sie. Achso, wir wollten genau hier mal schauen, ob es hier das. Ob hier das versteckte Ding ist? Nee. Alter, ist anders ein Vieh schon wieder. Okay, ist nicht so geil. Ja. Ha, wo könnte denn das Ding jetzt sein? Ist das wirklich hier? Der Doktor ist da. Da waren wir überall. Ach hier, wow. In Soldaten und ein ihrerseits zerstört wird von den Bunkern. Komm, Stim. Was muss getötet werden? Mineralienfeld erschöpft. Okay, nice. Oh. Wow. Oh. Mineralienfeld erschöpft. Echt? Nicht genügend Energie. Nie so geil. Ich warte. Durchgeladen und entsichert. Oh ja, gut. Ja, Eigenerschreckung. Ein Zug nähert sich durch den Tunnel im Nordwesten. Warten. Ja, haben keine Arbeiter mehr. Brauchen wir nicht mehr. Wie ist der Plan? Schön. So, die.
heilen sich. Wir können nur den Bunker vielleicht zerstören. Upgrade durchgeführt. Na, vielleicht haben wir Glück. Ich frage, wo die lang marschieren. Folgen die mir, oder? Ja. Okay, hui. Zack, zack, zack. Ja. So, die Feuer des Hauses noch immer so. Lecker, lecker. So, wirklich habe ich die Infanterie jetzt noch gar nicht gebraucht, ne? Weil ich mit dem Stim im Momo schalten muss. Panzer, ja. Panzer brauchen eigentlich nie, ne? Panzer sind ja eher stationär. Okay. Ah, müssen viele, ne? Ja. Was kann es hier noch eine Basis gibt, die man sich holen könnte, aber ob die jetzt noch Sinn macht. Sieht aus, als wäre der Liga das Zeug ausgegangen, mit dem sie die Züge getunt haben. Jetzt stellen sie größere Eskorten zusammen. Na, das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aha, Flugeinheiten. Ah, jetzt kommen wir hier der Truppe, Alter. Okay. Gegen die möchte ich nie gleichzeitig kämpfen. Hä? Wo gehen die lang? Ja, oh. Alter, habe ich eine Menge verloren gerade. Hart. Uiuiui. Oh. Ach, das war's? Okay, Glück gehabt. Elektrische Aktivitäten in dem Wrack. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wofür wir den ganzen Aufwand betrieben haben. Adjutant 23-46 online. System einsatzbereit. Menor Neu Gettysburg Verteidigungsinitiative. Da brat mir doch einer einen Zerg. Ein alter Adjutant der Konföderation. Welche Daten könnten so wichtig sein, dass sie dich unbedingt wieder haben wollen? Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.